Liebe Schatzjäger und Piraten, wenn ihr auf witzig präsentierte Knobelkotz steht, dürfte Zack & Wiki genau euer Ding sein. Bei diesem Spiel handelt es sich um eine moderne Variante eines Point-and-Click-Adventures mit klarem Schwerpunkt auf Rätseln. Die Story um den kleinen Zack ist ziemlich vernachlässigbar, dafür ist aber der Spielablauf selbst umso cooler. Ihr müsst in insgesamt 26 Levels, die immer aus einem mehr oder weniger großen Bildschirm bestehen, einen Schatz ergattern. Ihr wisst zwar, wo sich dieser befindet, zwischen euch und dem Schatz lauern aber einige Gefahren und Rätsel. Euer Hauptbedienelement ist der Cursor. Klickt ihr mit diesem auf irgendeine Stelle des Levels, watschelt Zack dorthin oder sieht sich einen Gegenstand genauer an. Natürlich gibt es auch jede Menge Items, die ihr mit anderen Level-Einrichtungen benutzen müsst. Manche findet ihr sofort, andere müsst ihr erst herbeizaubern. Dafür ist euer Kollege Wiki zuständig. Schüttelt ihr die Wiimote, verwandeln sich manche Gegner in neue Gegenstände, wie zum Beispiel eine Säge oder ein Greifarm. Da die Levels wie gesagt immer nur auf einem Screen stattfinden, könnt ihr diese Gegenstände auch immer nur hier verwenden. Kommt ihr mal nicht weiter oder fehlt euch einfach nur der richtige Einfall, könnt ihr auch gerne ein Orakel um Hilfe bitten. Bis zu dreimal dürft ihr den Ideengeber konsultieren. Bei Zack & Wiki könnt ihr auch sterben. Es gibt Situationen, in denen euch zum Beispiel bestimmte Gegner ans Leder wollen oder ihr in einen Abgrund stürzt, wenn ihr nicht schnell genug reagiert. Ihr habt pro Level bis zu 3 Leben, danach müsst ihr schlicht und ergreifend wieder von vorne beginnen. Je weniger Tipps ihr braucht und je weniger Leben ihr pro Level verschwendet, desto mehr Punkte werden euch am Ende einer Mission gutgeschrieben. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt knüpfen wir uns erstmal eine Beispielmission vor. Diese findet in einer Dschungelgegend statt. Der Schatz in der Mitte ist unser Ziel. Dummerweise lodert um diesen ein Feuer. Das müssen wir irgendwie ausbekommen. Eine weitere Hürde stellen die Gegner auf dem Boden dar. Wenn die uns erwischen, landen wir als Hackbraten in der Tonne. Um uns einen Überblick über das Gebiet zu verschaffen, klicken wir auf das Kamerasymbol. Zuallererst heben wir den Stein links unten im Bildschirm auf. Darunter entdecken wir ein Loch. Was wir damit anfangen können, dazu kommen wir gleich. Danach schwingen wir uns in die Gondel. Zack & Wiki macht ziemlich ausführlichen Gebrauch von der Wiimote. An vielen Stellen im Spiel müsst ihr die Fernbedienung so bewegen, wie ihr es auch im echten Leben tun würdet. Also kurbeln wir uns hier locker zur anderen Seite. Aber Vorsicht, wenn uns die Gegner dabei entdecken, sind wir dran. Also schön warten, bis sie den Kopf unten halten. Auf der anderen Seite angekommen, wetzen wir zu einer Palme und schütteln diese. Eine Kokosnuss fällt herunter. Mit dieser geht es wieder ab auf die linke Hälfte des Bildschirms. So, jetzt sind wir ganz pfiffig und werfen die Kokosnuss in das Loch im Boden. Diese kullert auf eine Schlange, die ganz verärgert aus ihrer Behausung kriecht und den Koch verscheucht. Jetzt schnappen wir uns einen dieser komischen Pilze und klettern zum Kochtopf hinunter. Unten angekommen, werfen wir den Pilz in die leckere Suppe. Was die armen Feinde noch nicht wissen, gleich werden sie unerwartet etwas müde, dem Pilz sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zum Essen fassen helfen. Wir brauchen also irgendwas, um den Gong zu schlagen. Der Koch hat bei seiner Flucht einen riesigen Löffel an die Wand geworfen. Der sollte also langen. Die Frage ist nur, wie hinkommen? Ganz einfach. Wir stellen uns zur Schlange und schütteln die Wiimote. Dann verwandelt sich nämlich der Kriecher in einen Greifarm. Mit diesem holen wir uns den Löffel und schlagen dann schließlich den Gong. Jetzt nix wie ab wieder hoch, damit uns die Gegner nicht erwischen. Die Deppen schlürfen die Suppe natürlich weg wie nix und siehe da, es darf geratzt werden. Hey, einer der Gegner hat sogar eine Flöte verloren. Diese sammeln wir natürlich auf und stellen uns vor das Feuer. Hier sehen wir eine kleine Tonleiter, die wir natürlich gleich mal auf der Wiimote spielen. Jawohl, das Feuer geht aus. Wir können also wieder in die Gondel und uns den Schatz holen. Das Level ist geschafft. So oder ähnlich laufen im Prinzip alle Levels ab. Ihr werdet irgendwo abgesetzt und müsst erstmal einen Weg finden, wie ihr an den Schatz kommt. Und glaubt uns, das macht wirklich Laune. Vor allem, wenn ihr euch den Weg langsam selbst erarbeiten müsst. Denn bei uns zum Beispiel hier wussten wir ja schon, wie es geht. Und manche Levels sind wirklich nicht von schlechten Eltern. Leider steht in vielen Missionen auch etwas Trial and Error an, das drückt aber nicht wirklich auf die Laune. Uns hat Zack & Wiki wirklich viel Spaß bereitet. Die Levels sind alle ziemlich einfallsreich und die unterschiedlichen Lösungswege lassen genug Freiraum zur kreativen Entfaltung. Auch die Präsentation hat uns sehr gut gefallen, leider aber gibt es einen mittelgroßen Kritikpunkt.
Die Bewegungserkennung der Wiimote-Einlagen ist nicht immer optimal. Gerade wenn es hart aufs Timing ankommt, merkt ihr, wie ungenau diese ausgefallen sind. Das soll Rätselfans aber nicht stören. Wer ein süß präsentiertes, außergewöhnliches Knobelspiel haben will, liegt bei Zack & Vicky genau richtig.